kann nicht mehr dazu sagen, nein, ich bin auch nicht ein Donny Fake. Hatte warum mal so Kiwis? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einer neuen Mal-Challenge mit Kathi und Katja. Aber ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe nämlich was gemalt für die beiden. Und zwar keine schönen Sachen, beziehungsweise keine komplizierten Sachen. Und ich habe jeweils einen Crew-Namen dazu geschrieben. Es gibt Donny, Claudio, René und Elli. Jeweils zwei Vorlagen. Und mit den Vorlagen müssen die beiden dann neue Bilder malen. Und sie müssen die XXL-Buntstifte dafür benutzen. Also doppelte Challenge heute. Ich bin sehr gespannt, wie sie aus drei Kreisen René machen. Aber ich glaube, die beiden können das. Beziehungsweise eine von ihnen, weil auf dem anderen Bild ist was anderes drauf, wo René rausgemalt werden muss. Oder was vielleicht auch Sachen, mit denen René was machen muss. Zum Beispiel habe ich auch für das Ellie-Bild dieses wundervolle Einhorn gemalt. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und mal gucken, was Kathi und Katja sagen. So, ihr habt 3 Minuten Zeit. Hi, Kathi. Hi, Katja. Wir sind verwirrt. Wir wissen gar nicht, was Eva da für uns vorbereitet hat. Nein, es gibt Stifte. Und ich habe es gerade schon mal kurz erklärt. Es gibt wundervoll gemalte Bildanfänge von mir. Hier zum Beispiel mit Donny. Damit fangen wir an mit Donny. Und ihr malt bitte aus den beiden Bildern, die ich vorgefertigt habe, Donny. Ich werfe euch die einfach mal hin, du bekommst Herzchen, du bekommst Blumen. Wir müssen aber jetzt nicht hier aus Donny malen, sondern wir können auch irgendwie einfach was ergänzen. Du kannst Donny auch da drumherum malen. Okay. Ja. Okay, aber je kreativer, desto besser und ich vergebe dann die Punkte dann dafür. Oh nein, aber was sind das für Dürfen Stifte? Wir irgendwelche Stifte benutzen? Ihr dürft alles Wollen wir uns die alle schon mal rausholen, damit wir hier nicht gleich immer so... Wir machen keine Free Marker Challenge damit, ihr könnt so viele Farben benutzen, wie ihr möchtet. Das ist sehr schön, danke schön, Eva. Das ja. Ist Eva, du bist so groß. Haben wir so groß. Wie ist die Zeit? 3 Minuten. Das ist schon sehr wenig, ne? Sehr wenig. Und die Zeit läuft schon, nein. Bitte? Was? Also, es gibt übrigens 4 Runden. Es gibt Donny, Elli, René und Claudio. Und manchmal sind die Sachen, die ich gemalt habe, abstrakter. Manchmal sind sie gegenständlicher. Ich habe auch Tiere gemalt. Ja. Also wir fangen mit 2 Blümchen und 3 Herzen an und ihr habt 3 Minuten Zeit, die ich jetzt anmache. Und Zeit läuft! Ich sehe, es ist sehr schön mit diesen Buntstiften zu malen. Oh, das wird süß. Also hier ist Donny schon direkt erkennbar. Was ist mehr Don? Oh, das ist richtig gut. Oh nein! Das wird beides richtig cool. Ich mache einfach nur Donny in den Herzen rein. Oh mein Gott! Ja! Warum habe ich noch 3 Herzchen? Warum? War tatsächlich Zufall. Ich gebe euch das immer ganz zufällig. Aber Katis Idee schon gut. Hallo, meine Idee ist auch gut. Deine Idee ist auch gut, aber... Es ist dreimal Donny. Es ist dreimal Donny. Warum habe ich 3 Herzchen? Hätte ich 2 Herzchen, dann hättest du auch so eine ähnliche Idee gehabt. Mhm. Aber. Ich hoffe, Donny hängt sich diese wundervollen Gemälde von ihm auf. In Kunst in Buntstift. So, das wird sehr schön. Der Tisch wackelt ein bisschen. Ja, dadurch, dass die Stifte so dick sind, muss man auch so ein bisschen grobmotorisch sein. Hier kommt jetzt, glaube ich, auch nochmal Donny dazu. Nein. Meinst du nicht? Oh. Nein, es kommt nicht Donny. Es denkt jemand an Donny? Es denkt jemand an Donny. Oh, jemand ist in Donny verliebt. Und wer ist das? Ist das eine blonde Person? Es ist eine blonde Person. Ich kenne nur eine blonde Person hier. Bei uns gibt es nur eine blonde Person. Bin ich das nicht? Nein. René. Richtig. Wie viele Minuten brauche ich? Ich bin schon fertig. Du hast noch 1 Minute. Echt? Ja. Da kann ich mir ja noch richtig Mühe geben. Ja. Oh, dann. Was auch immer, ich weiß jetzt nicht. Mal einfach nur hier sind noch so ein bisschen so. Noch mehr Herzchen. Das ist richtig schön. Ich hab noch 40 Sekunden Zeit tatsächlich. Vielleicht gibt es nächstes Mal weniger Zeit. Es ist wirklich ein bisschen. Nein, du gibst nicht weniger Zeit. Warum? Warum solltest du das tun? Ihr seid so schnell und ihr seid in einer Minute fast fertig. Ihr seid einfach richtig, richtig gut. Ich finde, das sind mega schöne Bilder. Ich komme sogar noch dazu, Donny auszumalen. Oh. Das habe ich noch nie bei einer Challenge von uns geschafft. Das ist richtig schön. Ich glaube, es ist einfach Donny, wie er sich sonnt. Er liegt so ein bisschen zurück. Oh, Donny ist richtig gechillt. Okay, 13 Sekunden. Sieht so richtig aus wie Donny, ne? Ja. Also so 1:1 Donny. Ja.
Also das kann keine andere Person sein, das ist nur Donny. Es ist mir noch nie besser gelungen, Donny zu malen. Aber hier ist auch René noch dabei. So. Oh, wie süß das alles. Okay. Oh, das ist auch richtig gut. Also der sieht wirklich aus wie Donny. Ja. Also der sieht wirklich aus wie Donny. Das es ist richtig mega vor allem, schwer, sich zu entscheiden. Ihr wisst genau, wenn es so eine Sonnenbrille geben würde. Donny. Ich frage mich gerade, warum habe ich aus Versehen einfach nur eine rumänische Flagge hier hingepackt? Ist es Moldau? Rumänien? Irgendwas in der Nähe. Ich weiß es nicht. Ich habe nur aus Versehen gemacht. Donny ist auf jeden Fall Fan. Donny dreimal. René ist Fan. Das ganze spielt ja in Renés Kopf. Ja, gucken, wie süß. René ist so süß. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß einfach nur so, wenn du mir jetzt zwei Herzchen gemalt hättest, dann würde ich auch sowas ähnliches malen. Aber leider hast das du ist mir, halt der Unterschied. Du hast mir drei gemacht und ich war so, okay, ich war einfach nur Donny. Und dann war ich so, okay, nein, das ist nicht witzig genug. Wer ist denn Donny verliebt? René! Ich habe einfach nur, das ist der Erste, der einfach nur das mehr... Das würde aber auch auf jeden Fall abstreiten, aber... René würde also so sein, ich bin auch nicht in Donny verliebt, Mann. Vielleicht müssen wir ihm gleich das Bild nochmal zeigen. Am besten auch. Vielleicht kriegt René das Bild und das Bild kann Donny sich aufhängen. Alles klar. Okay, an wen gebe ich den Punkt? Schon schwer, ne? Es ist mega schwierig. Kann ich euch jeweils einen halben Punkt geben zum Start? Jo. Ja, okay. Ihr startet jeweils mit einem halben Punkt. Die Runde geht an euch beide. Die nächste Runde. So, eure nächsten Bilder. Wer ist das? René. Es geht um René und... Ich habe so ein Bild. Du hast drei Kreise und Katja hat zwei Bäume und zwei Häuser. Ich weiß, was ich daraus mache. Okay, alles klar. Startet die Zeit schon? Die Zeit startet noch nicht, die Zeit startet jetzt. Und hier werden meine wunderschönen Kreise erstmal schön nachgezogen, weil die Kreise waren jetzt auch nicht so super rund. Oh, was sind das? Es sind Kiwis. Hier wird auch ein großer Kreis darum gezogen. Katja, warum meinst du Kiwis? Das sind keine Kiwis, das sind Gurken. Ach, das sind Gurken. Ja, stimmt. Kiwis könnten auch Kiwis sein. Wo sind die blonden Haare? Achso, René hat für mich goldene Haare. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand als René erkennen kann, wenn du das Gold malst. Oh mein Gott! Katja macht einfach das gleiche wie eben. Warum? Nur diese Gesichtsmaske. Und das hier ist Renés Lieblingspizza. Ich hab daraus eine Pizza gemacht. Das ist nicht die Lieblingspizza. Nee, es ist nicht seine Lieblingspizza tatsächlich. Das ist ja auch. Das ist Brokkoli-Pizza. Das ist Brokkoli mit Ananas-Stückchen. René würde. Brokkoli-Ananas ist das. Brokkoli-Ananas. Ich weiß nicht, was René eher tun würde, als das zu essen, aber viele aber ich finde das so richtig dämlich von René, also wenn ich das mal an dieser Stelle sagen darf. Ich habe ihm das auch schon persönlich ich habe das schon zu ihm auch persönlich gesagt. Er hat das noch nie probiert mit Ananas, aber ist so richtig am haten. Ja, deswegen aber Ananas und Brokkoli? Ja, man kann es ja wohl mal probieren. Lecker! Ne? Ja, meint ihr? Also Brokkoli finde ich auch super auf Pizza. Vielleicht bestelle ich mir das morgen mal. Ananas-Brokkoli-Pizza? Also hier ist René am Chillen. Ich finde am schönsten, dass er auch auf dem Mund eine Gurke aber nur auf dem halben Mund. Auf dem halben Mund. Ich das jetzt hier noch so ein bisschen... Das ist ein Traum von einem Bild. Ihr habt noch 1 Minute und 13 Sekunden Zeit übrigens. Ich finde, wir haben noch viel zu viel Zeit. Ja, ich bin da auch... Wäre schon viel schneller fertig. Aber ich finde, diese Brokkolis sind schon... Brokkoli, Ananas... Gähnt René oder freut er sich? Er ist eher so... Oh, nein! René hat Angst. Nein, er hat nicht Angst. Er ist... Ich finde das... Er sehr ekelhaft. Er übergibt sich. Er übergibt sich. Wir haben noch... Ich habe dir noch was dazu geschrieben. Erstmal chillen. Erstmal chillen. Da chillt jemand sein Leben. Ja, und Kathi chillt jetzt auch. Kathi ist fertig. Das kann man nicht besser machen, glaube ich. Das ist perfektes Bild. Und das ist aus einer Serie. Ich werde eine Galerie eröffnen. Die Crew aus einfachen Formen. Die Crew am Chillen. Die Crew am Chillen. Hier Donny mit seiner Brille. René mit du seiner. Du hast gleich noch 2 weitere Varianten, wo auch gechillt wird. Ja. Katja hat übrigens noch. Katja hat die richtig viel geschafft in der Runde. Wow. Das ist ein Thumbnail einfach nur, weißt du? Das sieht auch wie ein Thumbnail aus. Wie so ein Videobild. Ja. Oh. Richtig gut, aber dann.
Katja, also wirklich. Mega. Ich hätte da Bäume und Häuser gesehen, aber Katja hatte eine Pizza rausgebracht. Ich habe da ich habe mega um die Ecke gedacht. Ich habe mir diese Bäume gesehen und dachte so, das sieht aus total wie Brokkoli. Und dann ich kann daraus ein... Und Katja hat einfach das zweite Mal René gemalt. Gut, dieses Mal stand René auch drauf. Ja. Aus der Reihe Bilder mit René. Ich habe nur in jedem Bild René. Du malst einfach in jedem Bild René. Mach ich. Und Kathi malt in jedem Bild die Crew, wie sie am Chillen ist. Genau. Erstmal chillen. Jo, also ich würde mal sagen. Richtig cool. Ich würde den Punkt tatsächlich diesmal an Katja geben. Yay! Weil ich das einfach mega cool finde. Was Katja da umgesetzt hat, die Würze in 3 Minuten. Ja. Dankeschön. Wow. Respekt. Und ich dachte, du hast Kiwis gemalt. Ich überlege gerade, wenn man sich eine Gesichtsmaske macht. Aber das sieht aus wie Gurken. Ich bin jetzt auch bei den Gurken. Stell dir mal vor, man legt sich Kiwischeiben auf die Augen. Brennt bestimmt, oder? Das brennt, ja. Aber bestimmt auch schön erfrischend für die Haut. Ich glaube nicht. Also wenn es brennt? Wenn es brennt. Was kommt jetzt? Claudia oder Ellie? Wen wollt ihr? Wir wollen Ellie malen. Alles klar, dann gibt's Ellie. Wollen wir oder willst du? Ich möchte als erstes Ellie malen und Claudio sparen wir uns zum Schluss auf. Claudio spart ihr euch zum Schluss auf. Warte mal, so rum. Ich weiß nicht genau, wer welches kriegt. So, okay. Bilder sind da. 3, 2, 1. Oh ja, das lässt sich gut umsetzen für meine Serie. Wieder nein! Oh nein! Alles klar, Freunde. Los geht's. Das ist ein Einhorn übrigens. Ich weiß. Aber... ja. Also hier wird Ellie gemalt, ich sehe schon den Dutt. Ja, ich mache das diesmal ein bisschen anders. Ich will jetzt auch nicht, dass es zu langweilig wird, ne? Ich möchte es auch nicht, dass es zu langweilig wird. Und ich auch nicht, nicht einfach René auf das Thumbnail draufmalen, bitte, Katja. Da ist schon mal René. Nein. Okay. Ich finde es auch sehr schön, wie ihr mit diesen dicken Stiften malt. Ich verspreche euch, es ist aus der Serie erstmal chillen, aber... Oh mein Gott, das Einhorn wird gegessen! Ja. Das ist so wild! Warte mal ab. Ich warte ab, ja. Oh mein Gott. Also ihr habt noch ungefähr die Hälfte der Zeit. Ja. Das bietet sich gut an. Ihr habt euch schon langsam an die Zeit gewöhnt und nehmt sie euch auch, das merke ich. Also hier ist auf jeden Fall Gras. Ellie chillt. Blümchen. Hier. Das ist ein bisschen unheimlich, ne? Mein Einhorn ist so freundlich, dass ich gemalt habe. Jetzt kommt René dazu. René reitet auf dem Einhorn. Ich möchte nicht von Ellie gegessen werden. Ja. So. René ist blond. Na klar. Da erkennt man ihn doch sofort. Ein schönes türkisfarbenes Oberteil. Ellie in Violett. Erkennt man auch sofort. Erkennt man sofort. Und ihr habt noch 35 Sekunden Zeit. Frag. 20 Sekunden. Frag mich gar nicht. Nee, ich frag mich. Das ist gut. Tu das bitte. Das ist sehr gut. Oh, die Sonne scheint bei Kathi. Nee, bei Ellie. Bei Ellie scheint die Sonne. Okay. Gut. Eure Zeit ist um. Oh. Okay! Ich dachte, ihr wart kreativ. Ihr hattet sehr unterschiedliche Ausgangslagen. Da ist ein kleines Einhorn, auf dem ein kleiner René sitzt, der von einer sehr großen Ellie gegessen hat. Und oh, wie süß ist das denn? Und genau, ich habe ja gesagt, die Crew in verschiedenen Chill-Positionen und das ist diesmal Ellie auf einer Blumenwiese bei Sonnenschein. Und sie liegt so. Bei mir sind sehr komische Situationen hier. Katja hat sehr komische Fantasien, wie Ellie René auf einem Einhorn ist. Nee, ich war so weit, ich dachte so, du möchtest ja wahrscheinlich, dass Ellie auf Einhorn ist. Ich finde halt so witzig, dass Ellie so glubsch Augen hat, sagt. Ja. René hat auch so glubsche Augen. René ist einfach nur richtig so. Es ist auch zum ersten Mal, dass Katja was gemalt hat, was nicht aus wie ein niedliches kleines Kind, sondern wie so ein Monster. Ein Monster. Katja ist in ihrer Monsterphase. In meiner Monsterphase, Leute. Also, ich würde
tatsächlich diesen Punkt an Kathi geben. Ja, das ist weil es sehr gut in die Reihe von Kathi passt. Ja. Und damit habt ihr beide 1,5 Punkte. Yeah. Und es macht wieder so viel Spaß. Können wir noch mehr Leute aus der Crew machen? Ja, auf jeden Fall. Es macht richtig viel Spaß, weil ich meine, es ist jetzt gerade so richtig kreativ. Das ist wirklich so wie Gartic-Form, weißt du? Ja. Weil Gartic-Form gibt es auf jeden Fall auch so ein Ding, wo man einfach nur so... Unsinn, den Eva gemalt hat, weitermalen muss. Ja, man muss weitermalen. Man muss auf jeden Fall weitermalen. Ja. Nächstes Mal malen wir alle Felix. Jetzt ist Felix dran? Nein. Okay. Tatsächlich, Felix kommt in dieser Reihe nicht vor und wir auch nicht. Es gibt tatsächlich nur noch Claudio. Okay. Eine alles entscheidende Claudio-Runde. Claudio ist immer auch, kann man auch immer sehr gut malen. Ja. Den erkennt man immer. Sehr so, gut, dann gut, dass ihr beide sehr gut darin seid, Claudio zu malen. Ich hole die Blätter. Dieses Mal auch die Special-Neon-Runde. Deswegen, man kann nicht so gut erkennen von der Rückseite, was es tatsächlich ist. Ich mische das gut durch. Schnappt euch. Ja. Oh, ich hab hier sowas. Das ist abstrakt. Sehr abstrakt. Aber das wird sich gut in meiner Reise. Das könnte ein Strand sein. Das wird sich gut. Oh, guter Tipp. Und das hier sind Sterne. Oder Sonnen. Oder Kleckse. Oder Schleim. Oder Blumen. Alles klar. Ihr dürft jetzt starten. Du hast jetzt mein. Ich hatte einfach nur einen. Also hier wird auf jeden Fall schon mal Claudio gemalt. Ich sehe einen Bart. Ich sehe Haare. Und hier werden schöne Blumen gemalt. Die werden einfach mit rosa nachgemalt. Dann, damit man merkt, das sind Blumen. Damit man sieht, das sind Blumen und keine Sonnen. Oder irgendwie Flecken. Was ist das denn? Ach so, der liegt in einer Hängematte. Ja. Hm. Brauchst du schwarz jetzt, Katja? Naja, das wäre doch schon. Dankeschön. Okay. Sehr schön. So werden die Farben hier gewechselt. Das geht sehr, sehr schnell. Er chillt an einer Palme. Wieder? Ja, das ist die. Das ist halt meine Serie. Kathi, professionelle Palmenmalerin. Ja. Oh, ihr habt noch eine Minute und 40 Sekunden. Da wird die Zeit diesmal schon ein bisschen knapp, ne? Also. Mhm. Hier werden Kokosnüsse gemalt. Vor allem, ich habe den Hintergrund noch fast gar nicht eingebunden. Nee. Ist das ein Wasserbett? Mhm. Okay, ich war lange nicht bei Katja. So, hier wird auch gechillt. Nee, er hat Angst vor den Blumen. Der hat Angst. Ach so, jetzt sehe ich seinen Gesichtsausdruck erstmal. Oh, der Arme hat Angst. So, hier wird noch mehr gemalt. Mehr. Mehr ist hier. Was ist das denn, Kathi? Warum ist denn das orange? Ja, du wirst es bestimmt gleich erkennen. Ich werde es bestimmt gleich verstehen, vielleicht auch nicht. Claudio trägt heute rot. Immer trägt Claudio rot. Oh Gott, es sind Killerpflanzen. Oh, es ist ein Sonnenuntergang. Ja, du hast es erkannt. Oh, es ist ein Sonnenuntergang. Ich muss ja dein Gemälde damit einbinden. Ja. Ich möchte, dass das bitte eingebunden wird. Oh Gott. Denkst du mal, bei mir wird es nicht eingebunden? Das wird bei mir eingebunden. Ja, das wird sehr gut eingebunden. Okay. Wie soll ich denn das entscheiden? Ihr habt noch 16 Sekunden Zeit übrigens. Oh nein! Das ist viel zu schwierig. Und das brennt alles. Okay, warte mal. Ich weiß, die Zeit ist schon rum, aber... Okay, Kathi kann schon mal präsentieren. Also, oh, Claudio liegt cool bei einem Sonnenuntergang. Deswegen ist auch so gelb angestrahlt im Gesicht. Hier ist das Meer. Hier reflektiert sich auch so ein bisschen der Sonnenuntergang. Cool, hier ist der Strand, Palmen. Es sind Kokospalmen. Wir haben noch Kokosnüsse mit am Baum. Und Claudio chillt einfach mal. Schon wieder am Chillen. Ja, bei mir ist genau das Gegenteil, der wird angegriffen von... Wahrscheinlich findet erst das statt und danach ruht er sich hier auf. Ja, der wird von den Killerpflanzen gefressen wurde. Er wird angegriffen von den Killerpflanzen und es brennt alles. Weil ich dachte so, ich mach's interessanter. Oh wow. Ja, das ist richtig, also da kriegt man richtig Stress, wenn man sich das ansieht. Ja. Und hier kann Claudio sich dann einfach mal richtig schön entspannen. Weißt du, das ist so bei Katja, wow. ist heute einfach nur diesmal so richtig einfach nur die Stresssituation. Ja. Ellie frisst ein Einhorn, wo René danach drauf ist. Danach ruht sie sich hier auf der Blumenwiese aus. Ja genau, Claudio wissen wir schon, René isst die Pizza, die er überhaupt nicht mag. Und danach ist ihm total
total übel und er muss sich wieder beruhigen mit Gurken im Gesicht. Ja, und Donny wird einfach nur geliebt. Und Donny wird geliebt und das feiert er. Und das Donny ist heute tatsächlich halt... Donny hat hier noch die besten... Die besten, naja, der kommt die besten, ja, ist am besten hierbei weggekommen. Der kommt besten. Boah, Leute. Achso, ich halte es auch nochmal. Mega Geschichte, mega schwierig. Ich glaube, Katja hat... Ihr habt beide anderthalb Punkte. Ach so, wir haben beide anderthalb Punkte. Für Donny hat jeder von euch einen halben bekommen. Dann ging der René-Punkt an Katja. Der Elli-Punkt ging an Kati. Und... Boah, ich... Jetzt ist halt, ich weiß, ja. Ich find's mega schwer. Wir sind beide richtig kreativ. Ihr seid beide richtig, richtig hart. Wir haben wieder unsere komplette Kreativität hier so rausgeworfen. Ja. Aber ich glaube, ich gebe den Punkt tatsächlich an Kati, weil der Hintergrund, das ist wirklich gut mit einbezogen. Ja, das mit dem Sonnenuntergang war halt, ich hatte ja Strand gesonnen, ich dachte auch erst, sie malt Strand daraus. Ja. Aber es war einfach eine richtig, richtig starke Idee, den Sonnenuntergang daraus zu machen. Danke. Danke! Yeah. Das heißt, aber es war sehr, sehr, sehr knapp. Genau, es war sehr knapp und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, muss ich sagen. Es war mit einer der Challenges, der Mal-Challenges, die am meisten Spaß gemacht haben, finde ich. Ja, das ist auch ein wirklich nur die Reisepunkt. Ja. Nochmal, einfach nur das, was Eva gemalt hat. Ich finde es richtig cool. Und ich meine, es ist auch, wie gesagt, es ist halt auch nicht so ein Challenge, wo wir einfach denken, ich habe keine Ahnung, was ich hier malen kann. Ja. Und hier ist einfach nur so, da denkst du dir so, oh, das sieht aus wie Pflanzen. Ich mache Killerpflanzen. Sehr gut. Oder es sieht aus wie... Ein Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Oder das sieht halt aus wie eine Brille, die Donny tragen würde. Ja, genau. Also es ist richtig cool, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank an Eva. Yay. Die coole Vorarbeit. Vielen Dank, ich habe mir so eine gute Arbeit geleistet. Ja. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, Glöckchen aktivieren, gerne in die Kommentare schreiben, welches Bild war euer Favorit. Auf jeden Fall. Mein absoluter Favorit. Boah, ich glaube das. Echt das? Ja, ich finde, René ist so süß. René ist so süß. Ja. Donny auch. Aber René ist, ich mag Renés Gesicht einfach mega gerne. Ist aber nur so. Donny. Ja. Also, richtig cool. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.